Und hallihallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Minecraft Together auf Timolia, yeah! Und jedes Mal brechen wir woanders ein. In unser Haus. Und ja, neue Aufnahme, neues Glück, wie auch immer. Level 30 bin ich. Aber bevor ich zum Enchanten gehe, möchte ich euch hier schon was anderes zeigen. Und zwar hier unten. Ich habe ein kleines, ja, nennen wir es mal Pranking bekommen. Fuck, war da nicht mal ein Schild dabei? Habe ich das schon weggetan? Ah. Entweder war es Ted oder Todbringer. Ich glaube Todbringer, da war's. Ja, ich glaube der war das, der mir diese Kiste hingestellt hat. Ich habe noch nicht reingeschaut. Ich sage einfach mal, es war ein Gift oder ein Pranking. Ein Pranking ist es ja nur, wenn er was zerstören würde, aber nennen wir es mal ein Gift. Und ja, ich würde mal sagen, wir schauen erstmal, was da drin ist, nachdem wir hier kurz unser Netherwart stilvoll geerntet haben. Ist doch klar. Getreide schaut auch schon wieder gut aus. Oh, das ist gleich wegkatapultiert. So, was haben wir denn da drin? Oh, Netherwart. Ah ja, stimmt, auf dem Schild stand irgendwas mit meiner komplizierten Redstone-Schaltung. Warum habe ich denn das weggemacht? Ich Vogel. Weil ich mich echt momentan nicht daran erinnern kann, dass ich das gewesen bin. Sein sollte, wie immer. Aber da... Wer soll es denn sonst gewesen sein? Und es leckt ein bisschen, weil ich nebenbei noch gerade eine LP-Folge rendern lasse. Deswegen, Getreide ist auch so gut wie fertig. Oh, es leckt derbe. 13 FPS, da kannst du eigentlich nicht spielen. Wow. Aber, ich habe noch eine kleine Info bekommen über YouTube. Ist jetzt zwar schon ein paar Folgen her quasi, aber für mich jetzt hier quasi, wo ich das aufnehme, noch nicht. Und zwar, man kann die Blöcke, die man quasi so nicht abbauen kann, kann man mit Pistons rausziehen und dann wieder neu reinschieben. Andere, und ich denke, das werde ich auch hier mal machen, damit wir hier mal alles schön aus Stein haben. Genau, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es hoffentlich nicht mehr leckt. Hallihallo, und da sind wir wieder. Und ja, einmal sind wir jetzt wieder ja Level 30, und ich habe mir vielleicht überlegt, dass wir nochmal ein Feather Falling Boots probieren. Schauen wir mal, was wir da so erreichen können. Zack, 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 zack. Und wir probieren es beim 1, 2, 3, 4. Mal. Jawohl. So gefällt mir das. So, dann sind wir hier unten. Und ihr seht schon, ich habe hier eigentlich die komplette Wand geendet, bis auf das eine Teil, denn hier möchte ich euch zeigen, wie ich das Ganze gemacht habe. Und lustigerweise nebenbei war mal, ich glaube, weiß gar nicht, wer war denn da? Todbringender. Na, ich glaube, der war's. Und der hat mir mal schnell hinten hier die Wand durch Sandstein ersetzt. Vielen Dank dafür. Oh, fuck. Ich muss mein scheiß Handy auf lautlos machen. Sonst spammt mich WhatsApp wieder zu. Das kann man jetzt nicht brauchen, wenn wir hier aufnehmen. So, ja, genau. Der hat das da hinten noch geändert. Hier werde ich es dann wahrscheinlich auch noch machen, damit es zusammenpasst. Aber hier kann ich es ja selber machen. Und ja, wie das jetzt hier, oder wie ich das jetzt hier eigentlich gemacht habe, das geht eigentlich ganz leicht. Ich habe mir hier die Baumaterialien genommen. Dann bin ich hierher gegangen, habe drei Pistons übereinander getan. Habe hier einen Block hingetan. Und jetzt geht natürlich noch Redstone ab. Redstone so, zack. Dann hat es rausgefahren, hab die Torch wieder weggenommen, hab die drei Blöcke abgebaut und clean's dann wieder hin. Rein und die einfach abgebaut. Zack. Dann braucht man keine normalen Pistons. Und schon ist die Wand clean. So einfach geht das. So schön kann das sein. Genau. Wie ihr jetzt hier sehen könnt, habe ich noch vier Sandstein und zwei Sandsteinstufen. Und nur noch ein bisschen Sand.
weil ich immer wieder Sand zu Sandstein machen will, tu. Und ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr Sandstein jetzt. Hier bin ich jetzt mal so weit runtergegangen. Ich habe mir überlegt, dass ich zuerst nur bis hierher ungefähr gehe. Dann bin ich aber vorgegangen und wenn man dann hier schon links abbaut oder so, dann kommt schon wieder Sandstein und Eis und so. Deswegen habe ich mir gedacht, wir gehen hier ziemlich weit runter. Und dann mache ich entweder nochmal eine Kurve und gehe noch weiter runter. Oder wir bauen uns halt jetzt gleich direkt hier rein. Aber auf jeden Fall brauchen wir dazu Sandstein. Und ich denke, ich gehe hier nochmal ein bisschen runter und dann nochmal nach rechts. Gleich, weil dann haben wir hier den größeren Bereich, den wir dann benutzen können. Aber dazu brauchen wir jetzt wie gesagt Sand oder Sandstein und den will ich jetzt mal kurz holen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da bin ich wieder und jetzt schauen wir mal, wie viel wir hier so bekommen haben. Haben wir erstmal Sandstein, 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 Sandstein. Das ist Sand, das heißt, der kommt da oben hin. Dann hauen wir hier mal noch kurz die Erde weg. Steine. Ein bisschen Zeug, das eh keiner braucht. Ich glaube, ich habe die Kiste ist nach oben und so. Spinnenauge kann man brauchen. Ein Knochen kann man auch immer brauchen. Das Zeug brauchen wir nicht erstmal. Jetzt brauchen wir noch die Ender Chest. Da ist natürlich auch noch ein bisschen was drin. Genau. Das heißt, dann wieder Sandstein, 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 Sand. Sand. Sandstein, Sand, Sandstein, Sandstein. Ja, ich denke mal, wir haben genug Sand. Jetzt Sandstein, Sand haben wir jetzt nicht so viel, aber brauchen wir eh nicht so oft. Sandstein dürfte jetzt erstmal wieder ein bisschen reichen. Und ja, dann würde ich sagen, können wir weiterbauen. Ups, jetzt weiß ich nicht, ob ihr es noch gesehen habt, aber wir können es nochmal ausprobieren. Ich habe gerade festgestellt, woran es liegt, dass hier Schnee unten ist manchmal. Meinst du wieder nicht? Denn gerade beim Ein- und Auslocken habe ich gerade gemerkt, da sind die Schneemänner durchgeglitscht und deswegen befindet sich hier manchmal Schnee. Ja, aber was ich euch noch zeigen kann, ich habe hier ein bisschen weitergebaut. Ich habe jetzt hier mal das Ganze ein bisschen versteckter und cleaner gemacht. Und habe jetzt hier mal einen provisorischen Ofen, ja, Bereich gemacht. Ich möchte irgendwann mal nochmal einen richtigen Ofenraum machen, aber vielleicht bleiben wir auch hierbei. Hier habe ich jetzt noch keine hingetan. Ich habe mir gedacht, es ist schöner, wenn man es alles von hier hat. Ich denke, das sind genug Öfen. Ach, die drei muss ich hier noch jeweils mit Dingsens befüllen. Das können wir eigentlich gleich mal machen. Lass du mich da rein. Lass du mich da rein. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Unsere Blaze Rods werden ganz schön knapp. Aber dafür sind jetzt wieder alle Öfen voll. Zack. Zack. Und zack. So. So gefällt mir das doch schon mal besser als vorher auf jeden Fall. Und ja. Bleibt dran. Ich nehme mich auch. So, und mal wieder einen kleinen Zwischenreport. Ja, einen kleinen Zwischenreport und eine kleine lustige Meldung. Ja, also ich habe jetzt hier mal ein bisschen weitergebaut und so sieht es momentan aus. Ich habe mir überlegt, den ganzen Kolben hier reinzusetzen. Vielleicht hier auch noch zuzumachen. Bis hier oben hin möchte ich quasi alles frei haben und wenn ich dann noch weiter runter gehen sollte, möchte ich es dann nicht mehr so offen lassen. Aber ich glaube, ich gehe dann eh nicht mehr weiter runter. Nur was lustig ist, ich habe mir gedacht, hier baue ich auch noch so einen Kolben rein. Noch was Lustiges, hier unten kommt auf einmal Sand daher. Ja, finde ich ganz lustig, aber ich wusste gar nicht, dass es so tief Sand gibt. Also, wusste ich wirklich nicht. Finde ich sehr interessant. Jo. Ich meine, ich dachte, es gibt es nur weiter oben. Naja, vielleicht war es auch beim Hin- und Herschieben irgendwie sowas in der Art, irgendein kleinen Fail, aber naja. Ich baue mal weiter. So, und da bin ich wieder. Und ihr seht schon, es hat sich wieder ein bisschen was getan. Und ja, ich habe jetzt hier einmal komplett umgebaut. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Und ja, mir gefällt es eigentlich sehr gut. Hier muss ich leider die House Labs hintun. Zu wenig? Muss mich verarschen. Ah, ich glaube, er hat vergessen, öffentlich zu schreiben.
Weil ich habe nämlich gerade einen Deal gemacht, 12 Dias gegen 6 Decks Redstone. Denn mir geht schon langsam wieder Redstone aus, deswegen hier mal wieder ein bisschen ja. Stacked. Und ja, hier habe ich sozusagen jetzt einen kleinen Wasserfall rein. Man könnte auch Lava dazu tun. Das habe ich hingemacht, damit man es nicht so gut sieht. Und hier geht es dann einfach runter. Alles aus Sandstein. Gefällt mir sehr gut. Überall hier die Redstone Lamps. Und ursprünglich wollte ich auch noch da und da und hier hin welche hin tun. Ging aber leider nicht, weil ich sonst keine Möglichkeit hätte, die zu powern. Deswegen habe ich es weggelassen. Hier unten sind es momentan noch so. Sieht ganz lustig aus. Und das Lustige ist, hier unten bin ich dann auf ja, die Hülle gekommen, wo bei mir die ganzen Pilze und Schwammerl sind. Und hier kommen wir auch zur Kaktusfarm. Hinten raus. Ist ganz lustig. Hier war mal alles eine Höhle. Und ja, da wachsen die Kakteen und ein paar Pilze, warum auch immer. Hey, hier ist offen. Interessant. Oh, und hier sind die ganzen Pilze und ich glaube, hier kommen wir dann noch irgendwo. Müssten wir... Ah, das waren die Löcher, wo ich meinen Dingsens durchgelassen habe. Jetzt brauchen wir nicht, warum das hier nicht weiter wegwächst, weiß ich nicht. Hier können wir mal kurz runterspringen. Wir haben ja Feather Falling. Genau, hier unten ist dann die Redstone-Schaltung für die damals Kies-Türme gewesen. Hier ist noch ein bisschen Kies drin. Aber das werde ich wahrscheinlich auch nochmal komplett umbauen, weil das ist einfach nur bescheuert. Da gibt es so viel schönere und einfachere Varianten als das. Genau, ich bin gerade auf der Suche eigentlich, wo wir denn bei unserem Tunnel rauskommen. Das müsste eigentlich hier sein, oder? Genau. Hier ist unser Tunnel nach unten. Und ja, ihr seht, die Höhle ist eigentlich, also Pilze, ich verkaufe Pilze, ich verschenke Pilze, ich scheiß Pilze, wenn es sein muss, esse ich auch Pilze, ja. Ich habe genug Pilze. Ist hier schon Ende? Ne, hier kann ich jetzt noch weiterbauen, das ist toll. Und ja, also das geht mir hier auf jeden Fall nicht so schnell aus. Genau. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder nach oben. Und ja, hier hat sich eigentlich nichts getan. Das habe ich ja hier vorher schon gezeigt. Hier musste ich dann das Ganze mit... Hier hatte ich nämlich einen kleinen Fail gehabt oder ein Problem. Denn diese Redstone-Lampe habe ich dann mit dem Hebel jetzt zuerst gepowert. Der Hebel ging an den Block, der an dieser Seite ist. Und der hat dann wiederum das Redstone gepowert, deswegen war hier zu. Und ich war mir, hä, wie bin ich denn reingekommen und so. Jetzt habe ich den Hebel einfach an die Oberseite gehängt. Und passt alles wunderbar. Genau. Da ist vorher auch ein Eisblock geschmolzen. Das sieht jetzt aber wieder gut aus. Und Getreide wächst und wächst und wächst. Und wir haben immer noch keinen gescheiten Eingang. Mal schauen, wo wir den hinmachen und wie wir den hinmachen. Aber ich meine, ich muss den Raum sowieso noch hier umgestalten. Muss ihn noch rausziehen und so, die Blöcke. Und das ein bisschen schöner machen. Und die Pistons möchte ich auch ein bisschen mehr verkleiden. Aber es sind alles so Sachen, die können noch warten. Weil ich meine, Getreide haben wir ohnehin so viel. Ich brauche es eigentlich gar nicht. Ich möchte aber irgendwann mal versuchen, noch Tiere zu bekommen. Sprich, ich möchte gerne zwei Kühe mindestens haben. Und Schweine habe ich ja als Spawner. Aber dann brauche ich noch zwei Chickens und dann möchte ich hier quasi eine Farm machen noch irgendwann. Vielleicht auch dann da unten. Aber das hat wie gesagt auch noch Zeit. Genau. Jetzt bauen wir erstmal hier noch ein bisschen weiter. Ich möchte hier gleich dann direkt so größer werden, damit das Licht hier auch was bringt. Und dann schauen wir mal, was wir hier daraus so zaubern werden. Genau. So, und da sind wir wieder. Ich bin zwar gerade Level 30 geworden, war gerade eben wieder ein bisschen Blaze Rose Sticks sammeln, genau. aber wir enchanten jetzt mal nichts, sondern ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie weit wir hier unten sind. Das kennt ihr natürlich auch schon. Und voilà. So sieht es jetzt hier aus. Bodenbeleuchtung ist natürlich drin. Und diese Fackeln zeigen euch jetzt meinen aktuellen Stand. Vielleicht bin ich auch am Überlegen, ob ich es noch größer machen soll. Aber das wäre mir dann zu anstrengend. Aber eigentlich müsste es so sein. So ist es richtig. Ups. So entspricht das Ganze der Wahrheit eigentlich.
denn ich möchte hier gerne eine 2x2, 2x2 und 4x4 Pistendor einbauen. Ja. Ich als letzter Nubi. Aber glücklicherweise kam, ich glaube, das Video kam zwar gestern schon raus, aber ich habe es heute erst gesehen, eine neue Version vom CNB Minecraft Redstone Hau mich tot 4x4 Piston Compactor. Sehr schön erklärt und ich denke, ich werde diese Version hier auch einbauen. Ja, ich denke, das dürfte sogar ich eigentlich hinbekommen. Und hoffe ich zumindest. Wahrscheinlich werde ich es eins versetzt nach hinten machen müssen. Hier werde ich es wahrscheinlich auch so machen werden. Ja, ich kann auch mal schauen, vielleicht finde ich sogar noch eine. Was ist denn das dann eigentlich? Eine 6x6 Pistendor. Ups, jetzt habe ich eine Fackel zu wenig. Nein! Und dann würde ich hier nämlich die 4x4 Pistendors hinmachen. Wobei es natürlich schon extrem krass ist, aber geplant ist 2x2 und dann halt eine 4x4. Genau, ich werde jetzt mal so schauen, vielleicht gibt es ja hier eine einfache 6x6 Pistendor, glaube ich zwar nicht. Und dann werde ich mich mal an, wahrscheinlich zuerst mal die 2x2 machen und dann an das große 4x4 Projekt. Bis gleich. So, dann probieren wir jetzt halt nochmal kurz eine Schaufel, hoffentlich eine Efficiency, eine gute. Und Efficiency 4, Fortune 3 ist okay. Haben wir wieder eine gute. So, und da bin ich wieder, ja, nach, seit der letzten Aufnahme sind, ja, lasst mich lügen, 4 Stunden vergangen oder so. Aber in der Zwischenzeit habe ich was anderes aufgenommen. Secret Project, kann ich leider noch nicht sagen. Jetzt bin ich gerade wieder da. Und ja, unten habe ich jetzt noch nicht weitergebaut, werde ich jetzt aber demnächst machen. Jetzt habe ich gerade einen kleinen kurzen Deal mit dem Altmetalldetektor gehabt und der hat mir noch sein neues Grundstück gezeigt. Und ja, ich habe jetzt hier gerade mal den Weg hier ein bisschen gefixt und da ist mir aufgefallen oder eingefallen, wir könnten ja das hier auch machen. Und zwar, wenn wir einfach hier 2 Pistons hinstellen. Und das dann so herziehen. Dann das wieder so wegbauen. Dann müssen wir es nochmal einmal weiter herziehen. Damit wir es abbauen können. So, und somit haben wir uns Blöcke geklaut. Aber dafür können wir uns jetzt unseren eigenen Weg dahin bauen. Denn jetzt brauchen wir nur noch quasi Keys. Wir müssen im Prinzip so nicht. Wir brauchen hier 2 Sticky Pistons. Genau. Dann können wir das hier abbauen. Und jetzt können wir. Aha, scheiß Spitzhacke. Das hier hinbauen, dann essen wir mal kurz was. Und dann bauen wir das hier hin, genau. Dann müssen wir das wieder kaputt machen. Und jetzt hier wieder hin. Und dann so. Genau, und jetzt können wir ganz bequem Keys rein. Das würde zwar mit einem Dingsens besser gehen. Das heißt, wir machen das Ganze so, wir bauen das Ganze ein bisschen weiter raus. So. Kurzen Puls bekommen wir nicht zusammen, dann machen wir es eben so. Genau, und schon haben wir einen Weg direkt zur Straße. Yay! Manche werden sich dann zwar vielleicht fragen, wie das geht, aber ja, wenn sie mein Video sehen, dann wissen sie es. Jetzt könnten wir rein theoretisch natürlich auch noch hier so Half-Slips hinmachen, aber ich finde, es wäre ein bisschen zu viel. Genauso wie das könnten wir rein theoretisch. Nee, das wird ein bisschen schwieriger werden. Aber das lassen wir so. Hier lassen wir es genauso. Ich habe es hier nur noch mit dem hier abschließen lassen wollen. Genau, dann haben wir jetzt einen offiziellen Weg.
würde sagen, wir könnten ja die zwei Half-Slabs, die wir da gewonnen haben, die investieren wir wieder hier rein. Dann sieht das hier besser aus und geht smoother. Genau. So, ich werde jetzt unten an der Pistendor weiterbauen. Ich habe mich entschieden, ich werde eine 4x4 Pistendor bauen und zwei 2x2 Pistendors. Geht einfach bequemer. Ah, Light Glitch. Vielleicht bauen wir da unten noch einen Glowstone ein oder so. Also das werden wir hier so auf jeden Fall nicht machen. Weil ich habe vom. Ich habe geschaut und CNB Minecraft, also ich habe keine gescheite Version gefunden, nur 5x6 oder so. Aber dann habe ich mir gedacht, dann bleiben wir lieber beim 2x2 und 4x4. Genau. Also, ich werde jetzt mal. Ja, und eins von beiden werde ich jetzt ja zuerst gehen. Was Sinn macht. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Und ja, mir gehen schon langsam die Pistons aus, deswegen habe ich mir gedacht, machen wir mal wieder einen Stack voll. Und dann haben wir mal die Hälfte hier rein. Die andere Hälfte machen wir gleich zu Sticky Pistons. Und ja, ich möchte euch mal noch so weit zeigen, wie weit ich jetzt bin. Ich habe jetzt mal eine Seite fertig gemacht. Hui. Soweit sieht es momentan aus. Compacteten Pistendor vom CNB Minecraft. Soweit versteckt. Mal schauen, wie weit ich hier noch weitermachen werde. Und ja. Zuerst wollte ich hier noch so ein Design haben, dass man quasi auch, wenn man hier steht, hier noch ein Pisten ist, der ist quasi verdeckt, aber so viel ist das Ganze ja nicht wert. Genau. Ich baue jetzt die andere Seite und dann sehen wir uns wieder. So, da stehen wir nun und haben beide Räume fertig, aber wir stehen vor einem Problem. Ja, ich habe jetzt hier mal beide Räume fertig gemacht, soweit. Funktionieren auch beide sehr gut. Soweit habe ich es jetzt mal gemacht bis jetzt. Was ich in was für einem Raum hinbauen werde, weiß ich noch nicht. Und dann muss hier auf jeden Fall die Kaktusform weichen. Vielleicht baue ich die aber auch hier wiederum hin. Aber das größere Problem ist hier drüben. Hier muss ich so lassen. Ich habe hier schon alle möglichen anderen Blöcke weggetan, denn hier ist schon wieder Ende. Hier ist schon wieder Ende von unserem Grundstück. Nicht so toll, ich weiß. Ich habe mir überlegt, vielleicht wieder eine Treppe nach unten zu bauen. Aber sicher bin ich mir noch nicht. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich hier machen werde. Oh. Den Raum, da werden wir auf jeden Fall nach unten gehen müssen oder eben ziemlich lang in diese Richtung und ziemlich lang in diese Richtung, aber ich weiß eh noch nicht, was wir hier bauen werden. Das kommt dann ganz drauf an. Und ja, jetzt mache ich mich an die 4x4 Pistendor. Das Video von CMB Minecraft ist ja eh nicht so lang. Es dauert 11 Minuten 47. Und ja, schauen wir mal, dass ich das so halbwegs hinbekomme. Und dann zeige ich es euch. So, ja, ein kleiner Zwischenreport. Ihr seht, ich muss das, oder ich habe zumindest die ganze Wand ein bisschen auseinandergenommen. Damit ich hier mehr Platz habe und zuerst habe ich es erstmal komplett falsch gebaut. Also was heißt komplett? Ich habe das eins zu weit hier gebaut. Das heißt, man hätte dann die ganzen Redstone-Sachen gesehen, was ich nicht wollte. Eins verschoben, dann eins zu tief gebaut, wieder nach oben gebaut. Und jetzt bin ich mal so weit, dass es im Prinzip so weit sein müsste, dass diese beiden Pisten hier jeweils Double Extenden. Also Double Extender müsste jetzt schon funktionieren. Wir machen uns da mal einen kleinen Weg nach oben. Und mehr oder weniger funktionieren sie auch. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es am Multipler liegt. Jetzt hat man es gesehen, dass er zweimal ausgeschlagen hat. Genau, das sieht man eigentlich ganz gut so. Ja, wird schon passen. außerdem habe ich jetzt das TNT-Rechte, das heißt, ich kann jetzt auch TNT in
Oder zumindest auf mein Grundstück waren, das weiß ich nicht, aber interessiert mich auch nicht, weil was will ich denn da? Also ich kann jetzt hier auch ganz bequem zack irgendwie so und dann TNT benutzen, ansonsten würde es einfach immer verschwenden. Manchmal hängt sich's ein bisschen auf, aber selbst wenn man dann denkt, dass es jetzt what the fuck, warum geht's nicht und so, aber nach einer kurzen Zeit müsste es dann glaube ich gleich explodieren. Genau. Und ja. So ist es. Und es schaut aus, als wäre es schon wieder ein bisschen laggy. Das heißt, ich logge mich dann gleich nochmal neu ein und neu aus. Beziehungsweise umgekehrt. Und ja, ich zeige euch dann wieder was, wenn ich weiter bin. So, wir sind soweit. Hoffe ich zumindestens. Ja, aussehen tut es natürlich katastrophal. Wenn ich nochmal sowas baue. Ups. Kann ich euch jetzt schon sagen, ich werde zuerst alles mögliche auscleanen und dann das nach und nach bauen, weil so wirst du einfach, kommst in Teufelsküche. So, ich habe es noch nicht ausprobiert, dann schauen wir mal. Sollte vielleicht auch mal den Knopf drücken. Das ist jetzt, es sieht mal nach 4 nach 4 aus. Aber da oben sehe ich schon ein Problem. Schauen wir erstmal, ob es soweit alles gleich ausschaut. Ja, da oben habe ich jetzt auch als letztes gearbeitet. Wie kommen wir denn dahinter? So. Ah, okay, hier habe ich einen Redstone vergessen. Das erklärt dann schon mal das da. Ist immer gut, wenn man weiß, woran es liegt. Weil wenn man nicht weiß, woran es liegt, dann ist es schrecklich. Also schließen tut's. Öffne nicht. Könnte aber auch sein, dass wir jetzt erstmal noch den Rundum-Dingsens brauchen. Denn das ist oft auch entscheidend. Das heißt, ich werde jetzt erstmal so alles verkleiden und dann schauen wir nochmal. So, soweit, so gut. Ich habe jetzt alles abgecleant und ausgetauscht, was zum Austauschen waren. Die weiß, 4 Blöcke, glaube ich, waren es. Auf der Seite. So, und dann hoffen wir mal, dass das Ganze jetzt besser funktioniert. Holy crap. So ganz, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, funktioniert es noch nicht. Ne, das kann ich eigentlich schon mal dran lassen. So. Wo bitte verschwindet der Block hin? Willst du mich verarschen? Ach du Schande, ach du Schande. Das bedeutet viel Arbeit. Weil da den Fehler zu finden. Okay. Nix ist okay. Ja, dann werde ich mir wohl das Video nochmal anschauen müssen und nochmal jedes Delay-Teil überprüfen. Dann hoffe ich, komme ich irgendwann mal noch hin. Bis gleich.
So, ich müsste's haben. Nach ein paar Minuten, eigentlich relativ schnell. Ich hoffe zumindest, dass es geht. Einerseits habe ich mal hier den kompletten Block mit dem Repeater vergessen. Und andererseits hatte ich hier oben drei Ticks, was dafür verursachte, dass dieser Block ausgefahren blieb und somit der immer ausgefahren blieb. Ja. So ist es jetzt zu. Und so ist es jetzt auf. Dann probieren wir das doch Ganze nochmal. Also, wir setzen überall Blöcke. Ach was. Das habe ich gerade vorher wieder beim, wo ich halt nachgeschaut habe. Aber ich war hier wieder bei der Blaze Farm. Und dann mache ich immer den Sound aus, weil der einfach nur störend ist. So. Neuer Versuch. Oh yeah, bitch. Sieht das nach einer geilen 4x4 Pistole aus? Ist zwar leicht verbuggt durch die, weiß nicht, gleichzeitig zu und auf geht. Aber ich denke, das ist ein reines Multiplayer-Problem. So funktioniert es auf jeden Fall. Oh yeah. Ich habe eine eigene 4x4 Pistole gebaut. Ich glaube es ja selber nicht. So, bis zum nächsten Mal werden wir hier noch ein paar schöne Blöcke reinbauen. Und das Ganze mal verschönern. Das werde ich jetzt wahrscheinlich gleich noch machen. Aber die Aufnahme werde ich jetzt beenden. Denn wir sind wieder gut in der Zeit mit dieser Folge. Und dann können wir den ganzen Schrott hier mal wegbauen. Und ja, was wir dann wo reinbauen, das werden wir auf jeden Fall im nächsten Mal überlegen und wie wir das hier machen. Aber soweit, so gut, würde ich sagen. Wir haben ziemlich was Tolles geschaffen, würde ich sagen, heute. Also vor allem das gefällt mir also schon sehr gut. Ziemlich viel Aufwand zwar, aber naja. Genau, ich werde jetzt hier nochmal alles ein bisschen. Ja, Getreide könnten wir ernten, brauchen wir aber nicht. Das könnten wir ernten, brauchen wir eigentlich auch nicht. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Euer Hodenkrebscreme meldet sich für heute ab. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich mit einer bestimmten Taste. Servus. Do 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 subscribe.